idealer Tag für einen Ausflug auf den Glockner, was meinst du, Andi? Vor allem, wenn das Dach offen ist. Also ich denke, dass das eine ideale Panoramageschichte wird. Das ist der neue Mazda MX-5 und das ist ein Auto, das noch sehr, sehr ursprünglich geblieben ist, trotz all den Entwicklungsschritten. Ein puristischer Sportwagen für den kleinen Geldbeutel. Seit 25 Jahren wird er gebaut, das ist die vierte Auflage und die Japaner sind dem Prinzip treu geblieben. Motor vorne, Antrieb hinten, wenig Gewicht, also ideal im Grunde für unseren Ausflug. Kannst du überhaupt fahren bei so einem Wetter? Ich schon, also viel kommt auf den Beifahrer drauf an. Der Beifahrer liest jetzt vor, wie es geht. Also pass auf, konzentrier dich. Erste, links, rechts, voll, geradeaus, raus. Und wie fühlt sich das an? Ja, wunderbar. Also wenn die Straße mit dem Steinschlag so bleibt, so breit, dann glaube ich, haben wir gewonnen. Bist du schon mal im Glockner raufgefahren? Nein, ist für mich die Jungfernfahrt sozusagen. Wie gefällt dir das Handling vom Auto? Du, sehr, sehr gut. Also da merkt man sofort das Gewicht vom Auto, dass man wirklich wenig Gewicht hat auf einem guten Schwerpunkt. Und das fährt sich ein bisschen Go-Kart-mäßig. Also der Schwerpunkt ist ja sogar noch mal tiefer als beim Vorgänger. Der Radstand ist auch kürzer geworden. Wir haben 96 kW, also ungefähr 130 PS aus 1500 Kubik. Es gibt ihn allerdings auch mit einer 2-Liter-Maschine, da hat er dann 160. Aber mir scheint, die reicht das eh. Man merkt schon ein bisschen den 1,5-Liter-Motor und da ist man ein bisschen Turbo verwöhnt mittlerweile. Also zum Spaß haben auf das Gewicht ist tadellos ausreichend. Ist doch hart. Ja, ist doch hart. Geile Straßen. Ja, jetzt warte mal, wir sind ja noch nicht einmal in der Nähe von Wow. Was sagst du zum Getriebe? Das Getriebe ist sehr knackig, also man spürt einen ganz einen leichten Widerstand, wenn man den Gang einlegt, aber nicht jetzt störend, sondern eher in der Richtung, dass man sagt, ah, jetzt ist er drin, das passt gut. Ja, was mir auch gefällt, ist so dieses kleine Golfballgroße Lederknopferl da, es liegt einfach saugut in der Hand. Definitiv, also du kannst rück auf den Schalten, wenn du magst. Okay, was machen wir jetzt? Vier. Schau dir was an. Ach, das war ist zu ja früh. Groß. War zu früh, gell? Runter. Noch mal runter. Moment, da oben jetzt berühmtes Fuscher-Törl. Oh, das schon her. Kommen die ersten Schneerechten. Hoppala. Da ist Ende Gelände. Na ja, nix, jetzt schnallen wir die Ski an. Ja, haben wir eh mit. Typen für den Sky. Na, 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 na. Sieht jeder von.